Im August 1881 kommt in Fobello in Italien Vincenzo Lancia zur Welt. Er wird der erste große Star des Automobilrennsportes und ein Meister der Technik. Vincenzo ist der Sohn von Giuseppe Lancia, einem Turiner Industriellen, der nebenbei auch Erfinder ist. Vincenzo ist von beachtlicher Größe und robustem Körperbau, eine frohe Natur mit ausgeprägten Interessen und verbringt seine Zeit am liebsten in einer Fahrradwerkstatt. Der Vater muss erleben, dass er seinen Traum, aus dem Sohn einen Advokaten zu machen, aufgeben muss. Daher willigt er, wenn auch widerstrebend, ein, dass Vincenzo in die Fahrradwerkstätte eintritt, um dort zu lernen. Um die Form zu wahren, erwerben die Lancias allerdings Anteile der Firma. Im Jahre 1898 beginnt man dort die Konstruktion eines vielversprechenden Automobils. Der Industrielle Agnelli kauft daraufhin das Unternehmen auf, samt dem Angestellten Vincenzo Lancia, der ein ungewöhnlich feines Gefühl für die Technik hat. Es gelingt ihm, selbst den kleinsten Fehler an einer Maschine zu entdecken. Er wird daher Chefinspektor und später auch Testfahrer. Wegen seiner profunden Kenntnis der Motoren, aber auch dank seiner körperlichen Kraft, der Schnelligkeit seiner Reflexe und seinem Wagemut, wird Lancia rasch zu einem Ass am Lenkrad. Ein unschlagbarer Fahrer, der mit Lässigkeit einen Preis nach dem anderen einheimst. Die sportlichen Erfolge steigern auch sein persönliches Prestige. Einige Freunde überreden Lancia im Jahr 1906 dazu, eine eigene Fabrik zur Erzeugung von Autos zu gründen. Im Jahr 1908 nimmt der Jungindustrielle, obwohl er weiterhin bei Fiat unter Vertrag ist, zum ersten Mal mit einer eigenen Konstruktion an einem Autorennen teil. 2 Jahre später muss er allerdings aus Zeitmangel den Rennsport aufgeben. Bei der Arbeit ist Lancia todernst und penibel. Außerhalb der Arbeitszeit zeigt er sich als Freund seiner Arbeiter, mit denen er Boccia spielt oder zum Essen geht. Der erste Lancia wird im Jahr 1908 produziert. Es ist der Typ 51, genannt Alpha. Ein Auto, das die Konstruktionstechnik revolutioniert. Der Alpha ist sehr niedrig gebaut und relativ lang. Diese Form erlaubt ihm, die ganz unglaubliche Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern zu erreichen. Das Fahrzeug ist stabil, leicht zu lenken und wird in 5 verschiedenen Versionen hergestellt. Allerdings hat es einen Preis, der wesentlich höher liegt als der anderer Automobile. Lancias Wagen ist dafür besser ausgeführt, raffinierter und vor allem wesentlich eleganter, ein Auto für Fetischisten. Der Lancia Theta aus dem Jahre 1913 ist das erste Serienauto, das mit einer Elektroanlage ausgestattet ist, und zwar nicht nur für die Beleuchtung, sondern auch zum Starten. Das Modell hat Erfolg in Europa und in Amerika. Leute wie Greta Garbo, Rockefeller oder der Dichter D'Annunzio fahren einen Lancia. Die weiteren Modelle erobern die internationalen Märkte für Autos der gehobenen Klasse. Vor allem, weil man ihnen nachsagt, dass sie viele tausend Kilometer ohne Revision fahren können. Die Typen Aprilia und Ardea werden 1939 im Pariser Salon vorgestellt und haben großen Erfolg. Leider erlebt Vincenzo Lancia diesen Triumph nicht mehr. Obwohl von kräftiger Konstitution und scheinbar gesund, hat ihm ein unerwarteter Herzanfall das Leben gekostet. Sein Name lebt aber in den berühmten Autos weiter.